Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Rory McIlroy PGA Tour. Und ja, nach unserem Überraschungserfolg, möchte ich es mal sagen, sind wir jetzt vor dem nächsten Major, die Open Championship wartet. Und zwar auch der St. Andrews Old Course. Ja, ein gewöhnungsbedürftiger Platz, legendär. Aber nicht jeder mag ihn und nicht jeder muss ihn mögen. So, ich schaue gerade nochmal beim Equipment, dass wir unsere Clubs nochmal optimieren. Ja, und dann würde ich sagen, ab in die erste Runde auf die ersten 9 Loch. Ja, mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Ja, es gibt die Löcher sind, ja, es sind nicht so lang. Bäume gibt es gar keine wirklich. Sträucher höchstens. Ja, auch Rough gibt es nur sehr wenig. Also es gibt, ja, die Kurse, die sind eher so, ja, dass alles Fairway ist. Dafür sind die Grüns, die haben es in sich. Die sind teils 60 Meter lang. Also da kann man mal ordentlich, muss man gute Annäherung machen, ansonsten hat man ein Problem. Und naja, es ist halt ein wirklich gewöhnungsbedürftiger Platz. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn oder man liegt in der Mitte, so wie ich. Ich finde ihn interessant, man kann gut scoren. Es kann aber auch sehr windig sein, es liegt halt direkt an der rauen See in Schottland. Und naja, so viel dazu. Und ja, ich würde sagen, wir warten mal, bis wir weiterkommen. Und dann wollen wir hier natürlich zusehen, ja, dass wir hier den Sieg holen. Ja, dieses Jahr hat ja Zach Johnson gewonnen. Und so, kriegen wir noch ein Bild mal? Irgendwie? Aha. Ja, Zach Johnson hat den Sieg geholt und ja, letztes Jahr Rory McIlroy, der aber nicht antreten konnte, der immer noch, ich glaube jetzt zur PGA Championship, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann genau die Folge rauskommt, müsste jetzt irgendwie so Montag, Dienstag, Mittwoch rum sein, also es fängt ja jetzt die PGA Championship an, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, ob Rory McIlroy da startet und ich muss eben nochmal ganz kurz was gucken. Ja, weil ich ein bisschen hellhörig geworden bin, wenn so ein paar Störsachen auf dem Headset sind. Aber ich habe eine neue Aufnahmebox und damit sollte es dann gehen. Die andere war scheinbar defekt. So, ja, hier sehen wir es. Das ist das einzige Wasserhindernis. Das ist quasi so ein Zulauf von dem Fluss in die See. Und das ist das einzige Wasserhindernis hier auf dem Platz. Und da wollen wir natürlich nicht wirklich reinspielen. Oh Gott. Oh nein. Was ist denn da passiert? So krass nach rechts? Ins Aus? Oh je. Yeah. Ja, also mit den Majors haben wir es noch nicht so. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Also so krass habe ich den eigentlich nicht verzogen. Aber gut. Ja, und der zweite noch ins Wasser, dann können wir hier direkt aufhören. Ja, der liegt optimal. Kurzer Chip aufs Grün. Ja, ist natürlich ärgerlich mit den zwei Schlägen da, aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Die werden wir irgendwie wieder rausholen müssen. Und ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Die werden ja auch ein bisschen rollen. Ja, ja, ein bisschen weiter hätte er noch gedurft. Also einen kleinen Tester haben wir dann noch. Und dann können wir hier zumindest vielleicht nur das Bogey retten. Ja, das wäre dann eigentlich ein Birdie, aber okay. Ja, der Break gefällt mir gar nicht. Nee, der war auch nicht auf der Linie. Ein bisschen weiter links hätten wir noch gemusst. Ich dachte, wenn das Break am Anfang nur so richtig ist, da hat der Ball ja richtig Tempo, da nimmt er das Break nicht so richtig mit. Also, Doppelbogey.
Wegen des Fehlschlags hier der erste Schlag und direkt verballert. Okay, aber wenn wir eine ähnliche Form haben wie beim letzten Turnier, dann sollten wir hier doch irgendwie ja, das ausbügeln können. Wir können uns hier auf jeden Fall auf lange Drives freuen, sofern wir die dann treffen. Und der ist auch schon wieder ganz schön weit links. Ja, ziemlich ein Rough drin. Ist das ein Paar? Oh, ist auch ein Paar 4. Es ist ein ganz schön langes Paar 4. Hier, da sehen wir, da haben wir auch eine Besonderheit. Die Grüns sind halt so groß, dass man sich hier einfach teilt. Das ist von einer ganz anderen Fahne. Hier ist noch eine. Und manchmal gibt es auch Fairways, wo man ja von der einen Bahn und von der anderen drauf spielt. Also es ist alles interessant, auf jeden Fall. Ja, so, wir müssen mal gucken. 63, 59. Ja, gucken wir einfach mal, dass wir den hier in die Richtung kriegen und dann irgendwie das Paar retten. Oh, bloß nicht in diese Bunker. Na, die seht ihr, da kann man teils auch nur seitlich rausspielen dann. Das ist auch mal sehr blöd. So, 77 Yards haben wir noch. Also 83%. 105. Den Rückenwind gibt es auch. Ah, müssen wir eigentlich. Und dann gucken wir mal, dass wir hier möglichst. Oh, und dann viel zu weit. Hilfe! Ja, das war so ein Flyer, nennt man den. Wenn die im Rough liegen und man die einfach ja, nicht gut genug trifft. Zu dünn. Und dann batz, fliegt der weg. Also zu klar. So, müssen wir mal gucken. Oh, komm ey. Der hätte auch gerne reingedurft. Das wäre natürlich mal eine Paarrettung gewesen nach diesem katastrophalen Loch hier. Also, wir kommen hier schwer rein. Sehr ärgerlich. Ah, wieder zu weit rechts. Mensch, nochmal. Also, das nächste Doppelbogey, das ist extrem bitter. Oh, nee, ey. Naja gut, wir haben hier unseren in der letzten Folge gewonnen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass die Grüns halt alle relativ gerade waren. So, 321 Yards. Jetzt mal ein sehr schönes, kurzes Par 4. Und jetzt wollen wir auch mal das Fairway treffen. Ich meine, die sind ja groß genug. So, und das sollte es werden. Jawohl. Ja, schon dämlich, wenn man da die Fairways nicht trifft bei der Größe. Aber zweimal die Abschläge verzogen. Ja, müssen wir einfach zusehen, dass wir es irgendwie wieder im Laufe der Runde vielleicht wieder Richtung Paar bekommen. Und dann morgen, beziehungsweise dann am zweiten Turniertag, dass wir dann, ja, ein bisschen angreifen. So, ich guck grad mal, Putter, okay. Gibt ja auch ein bisschen Rückenwind. So, ich möchte nichts mit dem Bunker zu tun haben. Aber ich möchte viel Spin haben. Einmal hüpfen und dann anhalten. Yo! Das war vernünftig. Die erste gute Birdie-Chance auf unserer Runde. So, müssen wir eigentlich nutzen. Oh, und schon wieder rechts. Nee, schade. Also, das war eine gute Möglichkeit. Die haben wir nicht genutzt. Nur das Paar. Aber gut, die Runde ist ja noch ein bisschen länger. Platz 28, das ist womöglich der letzte. Mehr sind wohl noch nicht gestartet. Das wird zunehmend schlechter werden, wenn die anderen dann starten. Aber gut, so, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, der war vernünftig. Wieder ein sehr, sehr langes Par 4. Also man hat hier den Kurs mittlerweile ans Maximum gebracht, die Abschläge nach hinten gesetzt und so weiter und so fort. Aber es gibt halt auch einige Bahnen, wo man wirklich ein Par 4 hat, aber auch mit dem zweiten schon aufs Grün kommen kann. So, ähnlicher Schlag wie eben. Ein-, zweimal aufkommen und dann bitte stehen bleiben. Und der kriegt hier gar keinen
gar kein Spin mehr, aber mit dem Sechser ist es auch nicht ganz so einfach. Oh, bleib liegen. Ball nicht in den Bunker. Danke. So, kurzer Chip und dann bitte rein. Ah, mit dem bisschen Grün, was da war, ist auch schwer zu arbeiten. Und dann geht es auch noch so bergab. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also da wartet wieder das nächste Bogey auf uns. Da sind wir aber wieder ganz hart auf dem Boden der Tatsachen nach unserem Sieg. Scheiße. Ah, gute Länge. Aber leider das ist der nächste Schlagverlust. Das nächste Bogey. Bei plus 5 sind wir jetzt. Oh Mann, ey. Das haut mal richtig rein hier, der Anfang bei uns. Oh je, oh je, oh je. Ja, ich weiß nicht, ob das Dustin Johnson oder Zach Johnson ist. Waren aber beide gut. Ja, schöner Schlag. So, und auf diesem Par 5 müssen wir jetzt aber auch mal zusehen, dass wir vielleicht sogar mit dem zweiten aufs Grün kommen, beziehungsweise dass wir hier auf jeden Fall ein Birdie spielen. Besser ein Eagle. Hier sehen wir auch wieder zwei Fahnen, die hier drauf sind. So. Komm, 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 Wind, wo bist du? Ah, ist okay. Bleib liegen, bleib liegen. Naja, mal gucken. Also, den müssen wir jetzt ranchippen und dann müssen wir zusehen. Oh Gott, oh Gott. Dann müssen wir zusehen, dass der hier liegen bleibt. Oh, und dann geht es noch so bergab. Also, das wird nicht einfach. Ah, zu weit. Mann, oh, Mann. Ey, das gibt es nicht. Und das wird mit Sicherheit hier wieder ein paar werden. Oh Mann, ich fass es nicht. Ah, na klar. Und dann rollt er noch nach links vorbei. Alles klar, ich hab's verstanden. Oh Mann, ey. Das ist bisher hier eine unserer schwächsten Runden. Ja, da kann man sich auch mal so krass übers Paar freuen, wenn man bei plus 5 steht. Nach 5 Loch. Boah, meine Fresse nochmal. So, das nächste ist hier wieder ein bisschen kürzer. Und ich möchte zumindest nochmal zwei Birdies spielen. Damit es nicht ganz so aussichtslos wird. So, am Abschlag wird es nicht liegen, wenn wir hier kein Birdie spielen. Ja, hier müssen wir aufs obere Plateau, ne? Ist wichtig, dass wir hier den Ball ein bisschen länger spielen. Auf den Wind verlasse ich mich absolut nicht mehr. Aber der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Komm und greif und... Ah, doch weniger Spin, als ich dachte. So, kaum Break. Muss doch jetzt mal was werden, oder? Das ist er! Unser erstes Birdie und damit nur noch plus 4. Puh. Also, ich hoffe, jetzt ist der Knoten geplatzt. Einen möchte ich noch nachlegen, plus 3. Das ist dann nicht so aussichtslos. Das kann man vielleicht im Laufe der Runde dann noch auf Even Par hinbekommen. Ja, hier müssen wir mal gucken. Bloß nicht da links ins Rough, aber so weit wird er wohl hoffentlich nicht kommen. Oh je. Ah, okay, danke, danke. Da liegt er perfekt. Der Bunker ist aus dem Spiel. Kurzer Chip und dann das nächste Birdie. Dann wäre ich zufrieden. Ach, 73 Yards. Okay, ist doch noch ganz schön weit. Ach, auf die Fahne geht's. Ich dachte auf die. Klasse. Ja, 73 Yards. Das ist eine blöde Distanz.
Herrje. So. Probieren wir es mal so aus, ha? Na, naja, da war mehr drin. Da war mehr drin. Okay. Also, das Paar müssen wir uns noch verdienen. Ah! Ja, okay. Die Lochkante war doch gar... War dann diesmal auf unserer Seite, aber gut, so knapp war es jetzt auch nicht. Zwei Löcher haben wir noch. Zwei Chancen, um hier vielleicht doch noch so ein bisschen in Richtung Paar wieder zu gehen. Weil 10 Schläge Rückstand auf den ersten will ich hier nicht nach den ersten 9 haben. Ah, es geht ja auch bergab, ha? Okay, dann lassen wir es vielleicht. Dann nehmen wir vielleicht doch lieber den hier einfach. Ja, der sieht gut aus. Ja, das ist okay. Leider war der Wind doch ein bisschen stärker, als ich dachte. Aber ist schon okay. Oh Mann, Doppelbreak hier links, rechts. Nee. Hat doch deutlich mehr Break nach rechts bekommen, als ich dachte. Also es gibt zu wenig Putts, die wir einfach zum Birdie reinmachen, ne? Wir brauchen überall 2 Putts. Das ist ein bisschen doof. Die Annäherungen sind jetzt auch nicht so gut, dass wir jetzt zwingend nur einen Putt brauchen. So, letztes Loch. So, zwischen die beiden Bunker hier. Die hinteren, das wär vernünftig. Ja, perfekt. Da liegt er gut. Also, die Abschläge, das war das Problem bei der 1 und bei der 2. Das haben wir in den Griff bekommen. Das sieht gut aus. Und Tendenz ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Bisschen bergauf. Gegenwind. Ja, ja, einmal aufkommen und dann stehen bleiben. Ah, mehr oder weniger. Okay, das könnte vielleicht nochmal ein Birdie werden. Das wäre zumindest hier ein schönes Ende für die Runde. Für die erste halbe Runde. Für die 1 bis 9. Jawohl, also, plus 3. Liegen wir nach dem ersten 9 Loch. Da geht auf jeden Fall noch was. Wir sind auch nicht mehr Letzter. Jetzt 27. Und ja, nächste Bahn hier, 397 Yards, wieder ein kurzes Par 4. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Ziel, nächste Folge, minus 3, also für die zweiten 9 und damit eine Paarplatzierung. Das wäre gut, damit wären wir wieder relativ gut dabei. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.